Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Ja, irgendwie diese Stimme im Hintergrund hörte sich doch sehr seltsam an und wir haben schon gedacht, das könnte jetzt ein Bosskampf werden. Deswegen haben wir in der letzten Folge einen kleinen Cut gemacht. Und ja, ich will gar nicht darunter gehen, aber ich muss wohl. Wir gehen also auf den gruseligen Gesang zu? Ja, tun wir. Schauen aber erstmal kurz hier in der Ecke nach. Okay. Oh, fuck, ist sie schnell. Nein, wollte ich zurückholen. Oh, das war jetzt gerade gar nicht gut. Oh, weil ich mitten im Kampf leider gerade unterbrechen musste. Weil ich zur Schule fahren musste. Was ist jetzt los? Die wartet immer erst, bis ich hier geworfen habe, oder was? Ah, und ich bin zur falschen Seite ausgewichen, war ja wieder klar. Benutze deine Pfeile. Ja, genau. Benutze deine Pfeile. Los. Dann kann ich auch was machen. Dann... Okay, ich kann auch sowas machen. Okay. Die war gar nicht so extrem. Ich dachte, das wäre ein Bosskampf gewesen. Na gut. Also ja, ist jetzt ein bisschen chaotisch gerade. Es tut mir... ja, aber ich glaube, ich kann auch nichts kaufen, oder? Moment, ich guck mal eben nach. Ich habe... Wie viel habe ich denn? Nee, ich habe noch nicht so viel. Ist jetzt gerade ein bisschen chaotisch. Es tut mir leid. Also, was ich eigentlich sagen wollte, dass ich gerade total neben mir stehe... Weil ich gar nicht mehr weiß, wo ich jetzt gerade war. Und auch total vergessen hatte, dass ich im Bosskampf gerade... Ja, im Bosskampf war es ja jetzt nicht. Aber ich dachte, es wäre ein Bosskampf. Weil meine Tochter vergessen hatte, den Zirkel mit zur Schule zu nehmen. Und da musste ich ganz schnell, als sie angerufen hatte, rüberflitzen und das Ganze abgeben. Ja. Kann man hier nicht irgendwie... Kann man nicht lesen lassen, ne? Von dem Kleinen. Na gut. So, ich versuche mich jetzt gerade innerlich wieder ein bisschen zu sammeln. Komme ich anscheinend nicht hingesprungen? Doch, komme ich doch hingesprungen. Warum hat sich der Mann bei unserem Haus angegriffen? Ich sagte doch, Junge, ich weiß es nicht. Okay, da ist die Truhe. Sieh mal da oben! Ja, da gucke ich gleich nach. Achso, ich will immer springen. So, es ist, glaube ich, hoffentlich die Truhe, die wir am Anfang gesehen haben. So. Dann kann ich jetzt auch gucken. Wir müssen wohl wieder da rein. Aber wie? Folge mir. Genau, folge mir. Ich weiß auch nicht, wohin es geht. Ja. Truhe haben wir geholt. Müssen wir dann woanders? Ah, da sind Runen. Scheiße. Ja! Ach, das ist doch nicht wahr. Ich habe jetzt in dem Moment, wo der mir vor die Nase gesprungen ist, eine Motte vor meiner echten Nase gehabt. Das war jetzt gerade irgendwie abartig. Achso, ich konnte was nehmen, deswegen. Moment, kann ich hier direkt... Und ich habe mich gerade so vor dieser Motte erschrocken. Du hast gesagt, dass man uns vielleicht ausrauben will. Ich töte jeden, der das versucht. Ich habe keine Angst. Wenn wir auf Menschen treffen, hältst du dich raus. Verstanden? Aber ich kann jetzt kämpfen. Du hältst dich raus, Junge. Sprech nicht mehr davon. Was ist das da drüben? Das sind Runen. Also Siegel, nicht Runen. Oh, was ist das? Es sind aber noch drei Runen sein. Beziehungsweise Siegel. Kann man nicht kaputt machen? Sind die jetzt hier irgendwo verteilt? Ach, da oben ist noch einer. Okay, kann ich so weit? Ne, kann ich anscheinend nicht. Ich hoffe, ich fliege jetzt hier nicht runter. Okay, ich fliege offenbar nicht runter. Das ist schon mal gut. Aber doch, jetzt kann ich treffen. Das zweite Siegel. Frage ist nur, wo ist das dritte Siegel? Ist das tatsächlich ganz... was ist das denn da oben? Das ist ein unsichtbarer Vogel oder sowas. Kann das sein? Kann man den abschießen?
Anscheinend nicht. Da unten ist noch was. Ist das so weit weg tatsächlich? Ich dachte jetzt, es müsste ja normalerweise näher sein. Schauen wir mal. Ah, da. Das sollte klappen. Geht doch. Sehr schön. Schauen wir doch nochmal schnell nach, was da drin ist. Ich dachte schon, es kann doch eigentlich nicht sein, dass man jetzt den ganzen Weg dann wieder zurücklaufen muss. Yes, noch ein Apfel. Das heißt, die sind offenbar immer in diesen Truhen, die diese Siegel haben. Ich habe jetzt so verstanden gehabt, dass die, ja, dass man die halt finden kann, aber nicht unbedingt, dass die in den Truhen sein müssen. Aber gut zu wissen. Das sieht mir so, ich wollte gerade sagen, der ist jetzt wieder dagegen befreit. Ja, ja, ich will die eigentlich wegstecken. Das ist ja widerstandskräftig. Och nee. Ja, aber ich bloß nicht außen dem Moment. Kein Problem. Hallo, ich hab geschlagen. Was soll das? Eigentlich sollte er die Pfeile drauf machen, aber er möchte offenbar nicht. Aber nicht für deine Pfeile! Feuer! So, nicht mit mir. Nicht mit mir. Eieieie. So, kannst du sie jetzt endlich mal anfeuern? Ja, aber ich muss sie jetzt erstmal machen. Das ist wichtiger, glaube ich. Ja, genau. Komm. Ja, komm, komm, komm. Ich dachte, da... Ja, weiß ich doch, Kleiner. Keine Panik. Boah, ist ja gut, dann laufe ich da halt hin. Es ist ja nett, dass das schon mal hier wartet, wo er nicht flüchten kann. Ich dachte, das war's mit uns. Ach. Das war's doch nicht mit uns. Ich dachte nur, dass der so ein bisschen besser automatisch zählt. Aber das macht dann scheinbar nicht so richtig gut. Und ich höre schon wieder irgendwas, was sich nach Dinosaurier anhört. Okay. So, Kleiner. Ich schicke dich jetzt mal rüber auf die Seite der gefährlichen Kreatur, ne? Kennst du das Spiel? Kann man... Ja, kann man offenbar... Was muss ich denn da genau treffen? Da offenbar nicht. Okay. Kann man das abmachen hier? Och, ernsthaft? Wenn ich aber noch tiefer ziele, dann kann ich nicht mehr... Hä? Übersehe ich jetzt hier irgendwas? Kleiner, du sollst doch rübergehen. Ich komme aber auch nicht da durch oder so. Ne? Hä, das ist aber scheiße gemacht hier. Muss ich das Ding unten treffen? Weil da kann ich doch nicht ran. Nee. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ist das hier Präzisionsarbeit? Oder? Ja, wenn ich aber jetzt loslasse, geht das doch wieder hoch. Oder muss ich das machen? Das wäre ja richtig fies. Was? Was willst du? Wieso Geister? Aber hier hinten liegt noch was. Habe ich jetzt gerade gesehen.
So. Hier irgendwas? Also ich denke mal, dass das wirklich auf Schnelligkeit sein müsste. Hast du gerade auf deinen eigenen Vater geschossen oder was? Hakt's bei dir? Okay, Moment. Wir machen das jetzt mal so. Zielen jetzt hier drauf. Nein, dann kann ich gar nicht schießen. Oder? Was will der immer? Wieso klappt das jetzt nicht, wenn ich B drücke? Hallo? Achso, weil ich X drücke. Okay, das könnte es sein. Aber ich bin irgendwie so kurz gestunt in dem Moment, wenn ich loslasse. Das ist... Nein, nein. Das ist nicht gut. Wo ist meine Axt überhaupt gerade? So. Ich bin kurz gestunt. Das ist richtig doof. Ja, und schon wieder macht das nicht. Der packt die Axt dann immer erst weg. Irgendwas muss ich doch hier übersehen. Können wir hier vielleicht hoch? Nee, ne? Ich bin mir auch sicher, dass wir da durch müssen, aber... Der ist ja auch so doof und macht nichts. Sag mal. Was ist denn, wenn er... da hinten drauf zielt? Bringt das was? Nö, weil er gar nicht darauf zielt. Das ist natürlich toll. Wo schießt du denn hin, Junge? Der ist ein bisschen dumm, kann das sein? Ah, da schießt er auch nicht hin. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass ich das wirklich selber machen muss. Ja, und ich kann nicht so schnell zielen. Das ist das Problem. Und ich habe auch ehrlich gesagt jetzt nicht so viel Zeit, um da jetzt 2 Stunden rumzuprobieren. Oh, ich muss ja gleich schon wieder los, weil dann ist die Schule nämlich aus. Ich meine, da könnten wir vielleicht rüberspringen, aber ich glaube es ja eher nicht. Das ist für die Truhe, denke ich mal, dass wir da rüber müssen, oder? Hier kommen wir so nicht hoch. Oder müssen wir da generell rüber? Das ist doch scheiße gemacht. Wenn ich so... Achso, jetzt hat er keine Axt ausgerüstet. Wenn ich so ziele, ist das alles kein Problem. Dann schmeißt er. Aber wenn ich da drin stehe, macht er nicht das, was ich möchte. Was ist denn? Kann ich den vielleicht so... Ah, ich bin so... Doof. Ja, manchmal dauert es ein bisschen länger bei mir. Ich bin so blöd. Ich bin wirklich... Oh Gott. Ah. Okay. All diese Toten. Ist das da drin sicher? Glaubst du, hier draußen ist es sicherer? Das ist eine sehr gute Frage. Okay. Boah. Konnte ich da was nehmen? Nee. Ich habe jetzt gedacht, da blinkte was. Oder er hat gerade was eingesammelt. Das kann natürlich auch sein. Oh, oh. Das sieht mir jetzt aber irgendwie ganz und gar nicht gut aus. Was stinkt hier so? Jetzt! Sind das Hehlläufer? Sie sind unberührt. Sieh doch. Los, macht schon mal Feuer! Sigmund, die Messer! So viele Tage. Ohne Fleisch. Fleisch? Wir? Hinter mich. Und wenn sie sich auch verwandeln? Wir müssen sie am Leben halten. Ihr Fleisch abschaben. Immer nur ein bisschen. Diesen Kampf kämpfe ich allein. Ja. Den Bogen schützen auf. Wartet auf eure... Er hat Konter getötet. Es ist nur einer. Ich bin nicht nur einer, ich bin ich. Wie?
Okay, das war jetzt nicht besonders toll mit dem Ausweichen. Atreus! Oh, kann sich aber auch selber helfen. Junge? Verschließ dein Herz davor. Komm jetzt. Vor uns liegt eine weite Reise. Hallo, der Typ wollte den umbringen. Dann braucht er doch nicht zu heulen. Im Mann hat er sich super gewehrt. Warte hier. Ach, sind das die scheiß Viecher? Nö, komm du doch. Jetzt muss ich aber doch mal ausprobieren. Ne, okay, das sind die, die dagegen im Mund waren. Ja, dann war das doch richtig. War der Angriff. Hahaha, ich habe ihn gefunden. Hallo? Wieso kann ich nicht blocken? Okay, wenn ich in Rage bin, kann ich offenbar nicht blocken. Sie kamen zurück. Es ist vorbei. Ich will hier weg. Dann beruhige dich. Du wirst schon einen Weg nach draußen finden. Genau. Vielleicht versteckt er sich hier irgendwo hinterm Holz. Der Weg nach draußen. So. Ich frage mich nur, warum er jetzt in die Ruinen wollte, damit er dann danach sagt, dass er wieder einen Weg nach draußen suchen will. Nein, ist hier. Schon klar. Finde etwas, um mich hochzuziehen. Mache ich. Ja, sehr begeistert hier. Gut, ich wäre vielleicht auch nicht so begeistert, wenn überall irgendwelche komischen Untoten auftauchen würden. Jetzt sag mir aber bitte nicht, dass ich jetzt mit ihm gegen die Untoten kämpfen muss. Das wäre nicht so toll. Hallo? Atreus, die Kette. Die Kette, klar. Oh, Junge, ernsthaft. Die Kette. Du denkst zu viel nach, Junge. Lass es gut sein. Er hätte dich getötet. Eben. Ich weiß, ich musste es tun. Das weiß ich. Es ist nur... Dann gehen wir nach Hause, Junge. Was? Einfach aufzugeben. So kurz nach dem Start. Moment, nein. Ich gebe nicht auf. Ich schaffe das. Ich muss nur erstmal, naja, durchatmen. Dann mach schneller mit dem Durchatmen. Ich höre Gegner. Frage ist nur, wo höre ich die? Und habe ich gerade auch einen Fisch gehört? Um ein guter Kämpfer zu sein, darf man kein Mitleid mit seinem Gegner haben. Der Weg vor uns ist lang und unerbittlich. Kein Ort für einen Jungen. Du musst ein Krieger sein. Ich verstehe.
Ich werde deinen Tritt verpassen, wenn du dich nicht bewegst. Das hört sich aber nicht gut an. Das ist jetzt der nächste Bosskampf hier, oder? Wartest du? Jetzt komm endlich! Mach schon! Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Was hat das mit den Krähen hier auf sich? Kann man da... Nee, das sind nur die Augen, die leuchten. Ach so. Hi. Schlumpf. Dieses verdammte Drecksvieh will einfach nicht über die Brücke laufen. Sie fürchtet sich vor etwas in den Bäumen da. Was ist da? Vater, wirf deine Axt auf die Bäume mit den weißen Stämmen. Auf der anderen Brückenseite. Und dann? Du hattest recht. Du musst schlau sein oder sowas, Junge. Du bist ein Junge, oder? Wie heißt sie denn? Keine Ahnung. Das Miststück hat ihn gefragt, wie ich heiße, also habe ich's auch nicht. Und du? Brock. Vera Logan. Sag mal. Du wirst es mir nicht glauben, aber die Axt, die du da hast, die habe ich gemacht. Ich und mein Bruder. Eine unserer Besten. Also lass niemanden an ihr rumvorwerken, außer uns beiden. Ja. Du musst sie gut behandeln, sonst nimmt sie schweren Schaden. Ich kann sie jetzt für dich verbessern, wenn du das willst, du Mistkerl. Hast du mich gerade Mistkerl genannt? Also, was sagst du? Du hast recht. Ich glaube dir nicht. Komm, Junge. Da ist eine Rune in der Form einer Gabel unter dem Griff. Digger Bikia, Dombr, Bagrauf. Das war das Zeichen von meinem Bruder und mir, bis wir uns trennten. Die eine Hälfte habe ich hier, da. Also, soll ich sie jetzt verbessern oder nicht? Na schön. Dann verbessere sie eben. Wo ist die andere Hälfte des Zeichens? Ach, die hat mein dummer Bruder. Aber ich habe das Talent. Sie! Lasst uns anfangen. Ha, das soll ein Zwerg sein. Willkommen in einem Zwergenladen. Hier können Sie Ausrüstung verbessern, die Sie bereits besitzen, oder völlig neue Ausrüstung herstellen. Lasst mich raten, ich habe dafür kein Geld. Brock hat Ihnen eine Frostflamme gegeben. Eine seltene Ressource. Mit in der Welt gefundenen Ressourcen können Sie Ihre Ausrüstung herstellen und verbessern. Ja, ach so, etwas hatte mir... Darf ich auch mal drücken? LS. Okay. Der Schaden eines Runenangriffs kann durch Verbesserung der Runenkraft erhöht werden. Aha, jeder Wert bietet andere Vorteile, das ist klar. Okay. Das Verbessern einer Waffe erhöht diese Werte dauerhaft. Andere Gegenstände müssen ausgerüstet werden, um Kratos' Werte zu beeinflussen. So, darf ich jetzt mal was drücken? Ja, würde ich gerne. Ah, jetzt. Verbesserung von Leviathan-Axt erfolgreich. Neue Fähigkeiten sind jetzt im Fähigkeitenmenü. Ah, ich wusste, wir hätten warten sollen. Okay. Axtverbesserung 3 erhöht die Stärke und schaltet neue Leviathan-Axt-Fähigkeiten zum Kauf mit XP frei. Ja, sehr geil. Wir sind jetzt auf Stufe 2. Verbessern Sie Ihre Waffe, um neue Fähigkeiten zum Kauf freizuschalten. Im Pausemenü unter Fähigkeiten können Sie sie erwerben. So, drücken Sie links, um das Herstellmenü aufzurufen und neue Ausrüstung herzustellen. Was ist denn mit dem... Will ich aber jetzt nicht. So.
Herstellen, Waffenrock. Das habe ich jetzt an. 12, 14. Und das ist Abwehr gerade mal 10. Ja gut, Abwehr. Aber die Stärke lässt dann halt total nach. Das ist natürlich... Nee. Will ich nicht. Und seine Rüstung? Was hat er denn gerade? Er hat eigentlich gar nichts an, ne? Gegner in der Luft erleiden mehr Schaden. Das ist das, was wir jetzt... Moment, das müssen wir vergleichen. Wenn er jemanden wirkt, nimmt der mehr Schaden. Also das wäre quasi das Gleiche, Schwäche aufdecken. Manchmal findet Atreus Heilungssteine, wenn Kratos verletzt ist. Das wäre jetzt natürlich auch nicht schlecht. Ja, das mit den Gegner in der Luft erleiden mehr Schaden. Es klingt so, als ob man das jetzt bräuchte, sagen wir es mal so. Ich kann aber nur eins machen, weil ich für die Sachen erstens sehr viel Hacksilber brauche und zweitens auch nur drei von diesen Stahl habe. Ja gut, wenn der Kleine die wirkt, nehmen die mehr Schaden. Weiß ich nicht, ob das so viel bringt. Deswegen sollten wir ihm schon irgendwas anderes mitgeben. Die Frage ist jetzt nur, ob die in der Luft mehr Schaden nehmen oder ob der Heilsteine findet. Das ist bestimmt auch nicht so verkehrt. Und es ist ja, wenn ich es richtig verstehe, dass die mehr Schaden nehmen von ihm. Ich würde sagen, ich stelle das jetzt einfach mal her. So klein ist wie wir, ist das ein natürlicher Schutz, schwerer zu treffen. Okay. Aber er ist jetzt ein gutes Ziel. Er ist jetzt knallgelb, ne? Also. Weißt du schon, was du willst? Was haben wir denn hier noch? Nivertan-Axt. Die kann ich jetzt. Was für den Jungen? Nicht mehr machen, das war mir klar. Wegen dem Silber. Ach so, ja gut, und wegen den Ressourcen. Erhöht den Fallschaden und schaltet neue Klauenbogenfähigkeiten frei. Das hätten wir jetzt natürlich gut gebrauchen können. Hast du noch was anderes im Sinn? Ach, was ist denn mit dem Kaufen, Verkaufen? Verlorene Spielsachen-Artefakte im Laden für Hacksilber verkaufen. Sie bringen ihnen auf der Reise keinen Nutzen. Ja, dann mache ich das doch. Das war ein ausgezeichneter Handel. Ne, finde ich auch. Verlorene Gegenstände. So, ist die Frage, kann ich jetzt... Sag's nur, Kleiner. Nee, ich habe immer noch keine 5000 Schaden. Na gut, dann beenden wir's. Sieh nicht hin, aber unsere Freunde aus den Bäumen haben offenbar noch nicht genug. Na los, schleudere deine Axt! Ist dahinter noch was für mich? Solange du nichts kaputt machst. Siehst du, was ich vollbracht habe? Hannibal. Hannibal, sag ja, mal. Weißt du, was Hannibal ist? Weichen ist wieder nicht. Arbeit. Bist du in Scheiße getreten? Sag mal, dein Vater willst du dich töten? Ja. Willst du das auch von ihm lernen? Das will ich doch hoffen. Dieser Weg, führt er zum Berg? Ja, sollte euch in die richtige Richtung führen. Wollt ihr nochmal meine Waren sehen? Nein, 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 das machen wir nicht. Aber ich würde sagen, wenn wir das hier nochmal kurz abgeschossen haben. Zack. Wobei ich nicht weiß, ob das jetzt so gut war. Ich glaube, damit habe ich... Ah nee, damit habe ich einen Weg freigeschaltet. Dann gehen wir mal kurz... Krähen die hier immer, wenn hier irgendwo was ist? Nee, eigentlich nicht, ne? Da unten die Kiste war, glaube ich, die ich geöffnet hatte. Okay. Ja, dann würde ich nämlich sagen, bevor wir jetzt da durch die Tür gehen... Schön, dich getroffen zu haben, Brock. Ich überlege mir einen Namen für dein Tier. Ich glaube, ich werde sie Undankbares Pack nennen. Hey, Undankbares Pack, komm hierher. Gefällt mir. Boah, mir gefällt das aber nicht besonders. Was ich eigentlich sagen wollte, bevor wir jetzt hier durch diese Tür gehen, werde ich jetzt mal einen Cut machen. Dann kann ich mich nämlich auf den Weg zur Schule machen. Und ja, hier ist eigentlich, finde ich, ein recht guter Abschnitt, dass wir das Video beenden können und den Rest dann in der nächsten Folge sehen.
Bis dann. Ciao.